Hallihallo, herzlich willkommen zum neuen Vlog 6 Stunden Autofahrt. Alle Muskeln verkürzt, alle Muskeln verkürzt. Ich habe Snickers durch diese Dinger ersetzt. Ich habe locker 5 Kilo abgenommen. Wie geht's, wir sehen. Wie geht's dir? Was geht bei dir? Alles gut. Bei dir? Also ich dachte, weiß ich nicht, wollen wir ein bisschen Boxen, Praxen, ein bisschen Pumpen, woran sollten wir arbeiten? Was machen wir? Wir machen, wenn du willst, wir machen ein bisschen MMA. Mit zwei Süßen. Du gibst den Ton an. Hier stand früher 666. Willkommen in der Hölle. Es wurde entfernt. Hier wurde richtig gebumst, das meint er damit. Wir geben Gas. Ich würde sagen, ich ziehe mich um, mache uns ein bisschen warm. Ich saß jetzt 6 Stunden im Auto, aber vorher gehe ich auf Toilette. Das kann man sehen lassen, ne? Opa. 7 Uhr gehe ich raus. Musste, Bruder, der Redner schläft nicht. Du ziehst in den Krieg. Der zieht in den Krieg. Die Intention zu sterben und zu töten. Das ist gefährlich. Das ist meine Intention. Das ist nicht gefährlich, das ist meine Intention. Die Leute gehen rein und sagen, ich will siegen oder kann sein, dass ich verliere. Ich verliere nicht, ich sterbe. Das ist auf jeden Fall kein Kanonenfutter, Leute. Mhm. Das ist kein Kanonenfutter, Leute. Meistens an intensiven Trainingstagen, genauso wie heute, wenn Bösemann mich jetzt fordert, knall ich mir hier Crank Pro rein. Zieht euch das rein, dann merkt ihr auch, wie ihr das ganze Training komplett fokussiert, on point seid und wirklich kein Kraftverlust, sondern wirklich einfach permanent durchzieht. So, bisschen lauen rein damit. So, auf geht's. Der Crankbart. Ja, ja. Da waren einige gute Kombos bei, ne? Kriegst du Muffensausen? Ist auch gleich dran. Bleib dran, wir sehen's. Böse Mann, nicht ganz so hart. Nur schnelle Hände. Mach weiter, komm. Was denn am Leben? Mit den Händen hoch. Was denn Leben, Böse? Mutti wartet doch zu Hause. Böse hat ja einen krassen Nachteil, ja? Manuel hat einen krassen Vorteil wegen seiner Reichweite. Aber wie ich jetzt hier Böse beobachte, der hat schon sein Training gut absolviert. Schön auf Nahkampf, schön auf den Körper drauf. Er soll denn noch am Leben lassen? Mutti wartet noch zu Hause. Bruder, du hast Hackfleisch, du hast ihn gefressen, Bruder. Lass was über, soll was überlassen. Auf jeden Fall habe ich gleich einen großen Vorteil. Mhm. Er hat schon 5 Rennen hinter sich. Und dann hast du 5 Runden. Du musst noch schauen, ne? Komm. So, besser nichts mehr. Gut, dass du schon mal 5 Runden gemacht hast. Das ist ein guter Vorteil für mich. Du hast gut an dir gearbeitet, ehrlich, Respekt. Einmal Nummer 32, leicht scharf. Jetzt geht's im Ring, ne? Okay. So nur auf Körper. Bam, bam, bam. Okay, und nur locker, ne? Ja. Aber als ob das Ding was ausmacht. Guck mal die Maschine an. Guck mal das an. Jetzt schlage ich auf Beton. Ich breche mir meine Hände. Wir gehen die Sache locker an. Nachdem du gesehen hast, du 5 Runden, gell? 5 Runden, du hast. vorher noch. Ja, komm, lass machen, Habibi. Attacke, ich bin für alles bereit. Denkst du jetzt, wenn du ein Sparring mit Charo machst? Gehst du schon gedanklich was? Nein, überhaupt gar nicht. Ich bin ganz woanders. Ich bin im Krieg. Echt? Ich bin an der Front. Ich habe mein Gewehr in der Hand. Ich tue gerade durchladen. Ich höre die Schüsse, die Granaten, die Mörser. Ich schreie. Ob ich mit ihr in den Ring steige oder nicht, sollst du dranbleiben. Jetzt bleiben sie dran, jetzt bleiben alle dran, oder? Du wärst auch dran geblieben. Ich bleib auf jeden Fall dran. Die holt schon die Handschuhe, die meint's ernst. I'm ready to rumble. Du hast gewonnen, oh, Shit. Voll fokussiert. Crank. Immer on point. Hände hoch, letztes Mal war vor Festnahme. Ja. Den Arten haben wir letztes Mal bei der Bude gemacht. Scheiß Christus. Und wie hat sich dein Geschäftspartner angestellt?
Ich habe die Show genossen. Was ist deine Hauptmotivation, gegen Manuelsen zu kämpfen? Um Frieden zu schaffen. Ich gehe schon einmal rein. Um Schorla Frieden zu schaffen zwischen den beiden. Da muss ich dem Scharo hier jetzt mal recht geben. Wer Frieden will, der muss durch den Krieg. Es ist einfach so. Denkst du, das ist ehrwürdig, dass man sagt, so möchte man einen Konflikt klären? Andere beefen sich jahrelang im Internet. Ich habe keinen Bock auf sowas. Ich bin nicht der Typ für sowas. Und deswegen habe ich gesagt, komm, lass uns die Sache im Ring klären und fertig. Das ist eine starke Einstellung. Ja, ist einfach so. Ich bin alte Schule. Ich weiß, die Leute, die denken, das ist hier irgendwie so ein Rapper-Ding. Da kann ich mich nicht damit identifizieren. Da bin ich der Falsche für sowas. Ich gehe bis zu einem gewissen Grad, gehe ich in so ein Beef, auch in den Internet-Beef. Aber irgendwann ist halt Schluss. Und dann muss die Sache auch zum Abschluss gebracht werden. Und wenn es mit Blut ist. Was denkst du, wie das Verhältnis dann danach sein wird? Das weiß ich nicht. Es, guck mal. Inshallah besser. Inshallah besser. Macht beide das Thema zu. Man sagt, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Wenn das da hier dann auch zutrifft, muss man mal schauen. Er hat schon übel reingeholzt. Er hat mich auch an einem wunden Punkt getroffen, wo du mich auch. Sehr... Du warst auch nicht ohne. Ich war natürlich mit Sicherheit auch nicht ohne, aber er ist da rein, wo man eigentlich nicht rein soll. Er hat mich in meinem Stolz eigentlich auch verletzt. Ich tue mich da wirklich sehr schwer, aber es wird sich zeigen. Ich tue mich da wirklich schwer. Ich habe jetzt wochenlang mir eingeredet, ach komm, ist doch egal. Ach, ist doch egal, ist scheiß doch drauf, ich schaff das nicht. Ich komme nicht aus meiner Haut. Hätte es auch ein Szenario geben können, wo du sagst, weißt du was, ich lass einfach Gras drüber wachsen, dass nein, du das Abstand zu der Sache nicht. Hast und sagst, das bewegt mich nicht mehr emotional? Ich schaff das nicht. Gibt es Kommentare, die du gesehen hast, mit denen du konfrontiert wurdest, die dich sauer gemacht haben? Also ich reg mich ehrlich gesagt nicht über Kommentare auf, weil es gibt Leute, die kommentieren negativ aus Prinzip. Es ist egal, was man macht oder wie man macht. Ich habe gar keine Zeit, um mich mit sowas zu befassen, ganz ehrlich. Weil die Leute, die mich kennen, die wissen, wer ich bin, wie ich bin und was ich bin. Mir ist aber aufgefallen, dass Manuel sich sehr, sehr stark auf Kommentare zu ziehen und auf seinen Chat immer. Der guckt immer auf seinen Chat, was seine Leute sagen. Seine Community, ich persönlich, habe meine eigene Meinung. Die vertrete ich auch bis an der vordersten Linie der Front. Was denkst du, was für Charaktereigenschaften, die ihr beide mitbringt, haben dazu geführt, dass dieser Konflikt entsteht? Ja, beide ganz klar, Dickköpfe. Dickköpfe eher nicht. Also der Manuelsen ist ja, so wie ich das sehe, ist das ja nicht anders gewohnt. Diese Internet-Beefs, der hat ja Beef-Partner, die mit denen er sich ja schon jahrelang in die Haare hat. Vielleicht hat er damit gerechnet, dass dieser Beef auch sich über Jahre, Jahrzehnte und keine Ahnung, bis ins dritte Jahrtausend. Was war nochmal mit Dio Massiv? Ist da jetzt alles geklärt? Die Sache mit Dio Massiv, die ging nicht mal ein Jahr und dann war die Sache durch, Alter. Dann bin ich raus aus dem ganzen Blödsinn, aus dem Kindergarten-Rap-Geschehen damals. Da war die Sache durch. Das kann mir keiner nehmen. Ich habe dieses Boxen und dieses Kämpfen in das Rap-Game reingebracht. Ich. Denkst du, in der Gesamtkonfliktsituation oder in auch denen, die du in der Vergangenheit hattest, hat auch viel Stolz und ein bisschen Eitelkeit mitgespielt? Nur Ehre und Stolz. Wir leben und sterben für Ehre und Stolz. Hat dich das schon weit gebracht oder hat dich das in Probleme gebracht? Das hat mir Probleme gebracht, aber das ist mir egal. Denkst du, dieser Kampf und all die Kaskade an Ereignissen, die durch diesen Kampf ausgelöst wird, kann dich auch als Menschen irgendwie verändern? Nein, ich bin und bleib immer derselbe. Mich verändert sowas nicht. Würdest du unabhängig davon, ob du gewinnst oder verlierst, nochmal mit ihm in den Ring gehen, wenn es nochmal Stress gibt? Mit jedem, kein Problem. Jeder, der auf meine Ehre trampelt, auf meinen Stolz trampelt, der muss mir gegenüberstehen. Ich bin ein rachsüchtiger Mensch, ich bin ehrlich, ich stehe dazu. Ich kann nicht vergessen, ich schaffe es nicht, ich habe es probiert. Ich krieg das nicht in den Griff. Wir müssen mehr Zeit miteinander verbringen. Wir beide müssen mehr Zeit miteinander verbringen. Du willst mich zum Teddybär machen, gell? Ja, du willst mich zum knuffigen Teddybär. So, Sportsfreunde, die Trainingseinheit hat es wirklich richtig in sich gehabt. Genauso wie das neue Album vom Bösemann. Die Anti-Gewalt-Kombo. Ich denke, das wird uns auch am 6.5. bei dem großen Kampf Manuelsen gegen Bösemann erwarten. Schaut es euch an, gebt euch die Musik. Bis zum nächsten Mal.